Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen. Um 23.30 Uhr bin ich natürlich wieder live. Kommt gerne vorbei, wir gucken mal, was heute so rauskommt. Unter anderem zum Beispiel der MMA-Song von Jizzes. Ich habe den noch nicht komplett gehört, aber ich bin sehr gespannt. Jetzt gehen wir den neuen Song von Monk bzw. Rap K. Tatsächlich gab es diese Collab schon mal, und zwar vor 2 Jahren bei dem Song Schöneberg und Kreuzberg. Schöneberg, Kreuzberg halt. Ich muss zu meiner Schande sagen, ich kenne den Song nicht, aber ich habe es natürlich mal gegoogelt, nachgeschaut. Auf jeden Fall, das gab es schon mal. Ich bin sehr gespannt und jetzt gehen wir rein. Also, wir müssen sagen, wir verfolgen die Monk-Promo-Phase, sage ich jetzt einfach mal, eigentlich schon die ganze Zeit. Seit, ach, ich würde sagen, fast, ja, bei BHZ hat es schon angefangen, glaube ich. Und nee, Berlin 0, da haben wir auch schon, ja, auf jeden Fall schon ein bisschen länger, würde ich jetzt mal sagen. Ob das wirklich die Promophase alles ist oder nicht, das weiß ich nicht, das müsst ihr mir sagen. Aber wir haben den letzten Song vor 3 Wochen gehabt, Coop, und ich war so überrascht, muss ich halt ehrlich sagen. Ne? Also ist der Sound variiert bei dem Jungen so komplett. Also ein paar haben geschrieben, so Cardi-Style und so weiter, ne? So ein bisschen Opium und weiß ich nicht was. Ich habe keine Ahnung, es ist auf jeden Fall so harter Trap und ich habe Bock drauf. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, weil ehrlich gesagt, bei so viel Experiment Zeug gehe ich mal davon aus, dass es jetzt auch experimentell wird. Von daher gehen wir rein. Bandit, produziert von Yo Jugglers. Okay, Silk Rock Production hat das Video gemacht und alle anderen sind auch drin. 2 Minuten. Das war kurz. Okay, Monk und Rap K, Bandit. Boah, wenn mir das... Gleich Leute nicht. Aus meinem Umfeld, die nicht kennen, die kenne ich nicht mehr. Scheiße, Alter, ich dachte, jetzt kommt gleich noch ein Billa Joe und Faroon rein und komplette Scorpion Gang kommen noch dazu. Okay, ich bin ready. Die kenn ich nicht mehr. Ich esse mit Shorty am Kudam Tiramisu, danach noch sie als Dessert. Die Taschen sind schwer. Spaceship, King is on air. Sie ist für ein Jahr in Paris für Ballett, an Schule macht er ihr Au-pair. Flight Mode, Switch Time Zone. Sold out Show, ja, wir sind packed. Schuhkartons sind voller Stacks. Settlers straight aus Marrakesch. Okay. Wow. Also ich hab tatsächlich mit irgendwas Trappigen oder irgendwas habe ich schon gerechnet. Aber Bruder, das kommt hart. Das kommt echt hart. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ne? In Deutschland ist der Frankreich-Trend so hart gewesen die letzten Monate, dass ich zumindest ab und zu schon echt wieder ein bisschen mich freue, so diesen Ami-Sound-Einfluss ab und zu mal wieder zu hören. Also außerhalb jetzt, wie gesagt, von Billa Joe, Faroon und so weiter, die das sowieso halt machen, ne? Sie als Dessert, die Dessert-Line, okay. Taschen sind schwer, Spaceship, Gang ist on air. Sie ist für ein Jahr in Paris für Ballett, dann Schule macht er ihr Au-pair. Flight Mode, Switch Time Zone, Sold out Show, ja, wir sind packed. Schuhkartons sind voller Stacks. Ey, das ist so hart, die bauen, also Jugglers haben da so einen Übergang reingebaut, dass man irgendwie denkt, dass da schon so ein Drop kommt oder sonst was. Aber es ist einfach nur so ein Übergang mitten im Part. Okay, ich find's echt nice gerade. Ey, das ist so, ich freue mich voll auf Herbst, Winter. Ich sag's, wie es ist. Klar, es wird auch die ein oder anderen Party-Songs geben, aber so ein bisschen düsterer, ne? Wir haben mit La Cassette, Mucho, so diese Straßenrichtung, Ami-Richtung haben wir und so weiter. Ich bin mal gespannt, was so die typischen Afro etc. Nutzer so machen werden im Winter, ne? Straight aus Marrakesch. Ich hab 100 am Girlie. Ich hab 100 am Girlie. Ich fliege hoch wie ein Birdie. Ihr seid nur down auf Turkey. Ich hab 100 am Girlie und lieb. Okay, die Zeilen, ne? Dann noch mit dem Turkey dahinter, das war ja schon ein bisschen... 100 am Girlie. Ich fliege hoch wie ein Birdie. Ihr seid nur down auf Turkey. Alter, ihr seid nur down auf Turkey und dann halt, ne, das ging der krasse Zahl. 100 am Girlie und liebst, ich lauf mit Bella auf 300 Keys, ich fliege hoch wie ein Birdie, ihr seid nur down auf Turkey. Ich bin ein Sex, Junkie, doch wer ist das nicht? Sie will ein Date und ist dirty, ich hab 100 am Girlie, ich hab 100 am... Wie Kobe, ich mach ein Switch. Ich habe Penne mit Wasser gemischt. Leute, ich feier die Produktion hart. Beim Rest weiß ich einfach noch nicht, ob es meins ist. Keine Ahnung. Aber ich finde die Trends gerade in Deutschland so nice. Ich dachte echt, wir kriegen jetzt die ganze Zeit nur so techno-basierte Deutsch-Rap-Mischungen oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt nicht so aus anderen Ecken noch mit so einem Sound gerechnet und so weiter. Ich glaube, ich freue mich doch auf den Winter. Ich habe halt immer so ein bisschen Angst, weil ich das Gefühl habe, Deutschland ist nicht so abwechslungsreich irgendwie. Aber jetzt langsam
muss ich sagen, haben wir echt. Ah, das ist auch wieder so ein Beat, ne? Letztes Mal hat auch jemand kommentiert, da drauf UFO wieder. Ich bin der Meinung, nach dem Nur für dich Album, es wäre so geil, wenn er einfach wieder so zu Trap gehen würde. Oder Haftbefehl und so weiter. Einfach so eine Trap-Ära nochmal irgendwie. Das wäre echt nice irgendwie. Keine Ahnung. K-M-O-N-K, das T. Ich bin kein Daddy, hab Mutter gefickt. Hater und Neider, die jucken mich nicht. Ich habe Drank in der YSL Back und ich habe mein Baby-Gift. Fühl mich so wie ein Vampire, ist 3 Uhr am Freitag, ja Dicker, ich seh kein Licht. Tarek, Victory, Ammo, ich bin am Ballern. Ich seh kein Licht. Ja, da sind echt schöne Zeilen dabei. Ich muss nochmal zurück, weil die Zeile war auch sehr lecker. Mutter gefickt, Hater und genau die wollte ich hören. Rap, K-M-O-N-K, das T. Ich bin kein Daddy, hab Mutter gefickt. Hater und Neider, die jucken mich nicht. Ich habe Drank in der YSL Back und ich habe mein Baby-Gift. Fühl mich so wie ein Vampire, ist 3 Uhr am Freitag, ja Dicker, ich seh kein Licht. Tarek, Victory, Ammo, ich bin am Ballern, ich habe viel Ammo. Du sitzt bei den Beinen, aber das keine Mellow. Sie sagt, ich bin bipolar, als wäre ich Shadow. Ich hab ein 100 am Girly. Boah, das war geil betont, muss ich sagen. Ja, schon, macht schon Spaß, muss ich sagen. Zu 100 am Girly, ich fliege hoch wie ein Birdie. Ah. Ihr seid nur Downer auf Turkey. Ja. Ich hab ein 100 am Girly und lieb's. Ich lauf mit Bella. Ey, das finde ich so geil, dass die erste Hälfte so abgehackt ist. Und danach floater die Zeilen irgendwie durch mit noch einem Wort irgendwie dazwischen. Ich hab grad noch nicht drauf geachtet, welches. Ihr seid nur Downer auf Turkey. Ich hab ein 100 am Girly und lieb's. Ich lauf mit Bella auf Turkey. Ah, und lieb's. Ich glaub, das kommt noch dazwischen dann, ne? Ich hab ein 100 am Girly und lieb's. Ich lauf mit Bella auf 300 Keys. Ich fliege hoch wie ein Birdie. Ihr seid nur Downer auf Turkey. Ah, schade, es ist so kurz. What the fuck? Oh, schon nice, schon nice. Boah, ohne Scheiß, ich freue mich auch aufs Besessien-Album, ne? So diese Synthi-orientierten Beats, die auch wirklich einfach eine eigene Geschichte erzählen. Das ist einfach Kunst, finde ich, ne? Also ich finde, wir haben gerade einfach eine Zeit. Ja, Künstler probieren sich sehr viel aus, aber mal ehrlich, Produzenten genauso. Also gerade, ne, wie gesagt, bei den Besessien-Dingern, also das ist Kunst einfach nur. Und ich freue mich, weil, wie gesagt, ich glaube, beide Seiten probieren gerade sehr viel aus, gucken halt, was in Deutschland funktioniert und so weiter und ich glaube, da werden wir im Winter noch ein paar leckere Sachen kriegen. Aber am Anfang hatte ich so Billa-Vibes, ne? Ich hatte zumindest jetzt nicht Monk und Rap K damit irgendwie in Zusammenhang gebracht, tatsächlich. So, ich würde mich freuen. 23.30 Uhr, kommt gerne vorbei. Heute wird's spannend, glaube ich. Jo, würde ich schon sagen. Bis später. Peace.